Wenn man sich jetzt zurückzieht oder eben aus Krankheitsgründen ein wenig leiser treten muss, wie einfach ist denn die Rückkehr? Ja, ich habe damals im Krankenstand die Entscheidung getroffen, einige Funktionen abzugeben, weil auch mir mein Arzt damals gesagt hat, diese Bandscheibenprothese und die Operation, die hat schon auch was mit Stress zu tun und es ist meine Entscheidung, wie ich damit umgehe in Zukunft. Also gesund ist es nicht immer und man muss wirklich gut aufpassen, ob man sich nicht überfordert. Also das ist schon ein Thema, gerade auch bei Politikern in führenden Positionen. Vielleicht noch eine abschließende Frage, weil Sie gesagt haben, man sieht nie die Privatperson oder wenig die Privatperson, sondern nur die Person mit einer gewissen Funktion. Wie viel mehr sollte man denn die Privatperson auch sehen? Wie menschlich ist denn die Politik noch oder wie vermenschlicht kann sie sein? Naja, es sind so verschiedene Ebenen, oder? Als Bürgermeister der Landeshauptstadt bist du quasi immer für alles zuständig. Sobald du dich im öffentlichen Raum bewegst, kommen Dutzende Menschen auf dich zu, die irgendein Anliegen haben und du bist der Bürgermeister, also bist du dafür zuständig. Meine Frau hatte am Anfang echt Probleme damit, weil wenn wir am Abend zu zweit irgendwo unterwegs waren, privat, das gibt es fast nicht, weil immer irgendjemand dann zum Tisch kommt und sagt, du, darf ich ganz kurz stören? Also, ja. Aber man hat die Funktion auch gewählt. Also am Ende, ich habe ja mit beiden Händen aufgezeigt, dass ich Bürgermeister werden will und habe auch eine Freude jeden Tag damit und Spaß. Und solange man Freude und Spaß hat, ist der Druck auch nicht so groß. Schwierig wird es dann, wenn die Freude und der Spaß und die Leidenschaft wegfällt, dann kippt das System. Und ich glaube, das ist das Gefährliche in der Politik auch.